Schön gut, meine Lieben, sind wir hier wieder mit einer Runde The Long Dark, Wintermute. Jawohl. Gehen lassen oder nicht, heißt hier die Frage. Ne, ich weiß nicht, wie hieß das nochmal? Gehen gelassen. Ne, gehen sie nicht gelassen. Oder irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden. Vielleicht habt ihr es ja verstanden. Dann könnt ihr mir mal Bescheid stoßen. So, ich habe ein paar, Kommentare. Ich weiß es nicht. Kommentare, ja, Blödsinn, das jetzt anzusprechen, weil ich gar nicht mehr weiß, was das für Kommentare waren. Ja, ich bin schon professional. Äußerst professional. So, pass auf. Und da habe ich nämlich Sportsocken gefunden. Und Marzen. Leider nichts mehr. Eine Gargohose. Oh, Gargohose. Gute Sache. Wasser. Wir wollen Wasser. Wasser. So, pass auf. Und dann habe ich hier noch eine Metallbehälter. Warum labe ich so einen Scheiß? Ich weiß es nicht. Aquapur. Weil ich gar nicht mehr weiß, was wir... Ja, wir sind hier angekommen letztes Mal und haben quasi gesehen... Oh, das sieht ja wieder richtig gut aus. Ich drücke mal F. Hello, Mr. Vegetable. Wir haben gefühlt 4 Grad. Wir haben 27%. Ja, wir haben mit dem Wolf gerungen. Oder zweimal? Ne, einmal. Ne, einmal oder zweimal. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste mir die Folge nochmal anschauen vielleicht. War ja spannend, nicht? Und dann haben wir es geschafft hierhin. Ne, in diese alte Hütte hier. Was haben wir denn eigentlich mitgebracht? Wir haben mitgebracht. Haben wir das alles gegart? Oh, sind wir gut. Oh, sind wir gut. Mann, ey. Scheiße, sind wir gut. Und wir sind eigentlich soweit ganz gut dabei. Es wird auch schon dunkel. Ich habe übrigens festgestellt, es kam gerade ein neuer Patch. Gerade eben, ja. Also vor, wir haben jetzt 8 Uhr morgens. Und ich hatte, also heute quasi Donnerstag. Und ich hatte wieder 200 oder 300 MB runterladen müssen, bevor ich hier aufnehme. Und bis dahin auf jeden Fall konnte ich so viel schlafen, wie ich wollte. Ja, ich konnte... Wo habe ich das festgestellt? Ich habe das irgendwie festgestellt. Oder habe ich das geträumt? Ich weiß es nicht. Metallschrott. Ich würde ja gerne mal ein anderes Gerät haben hier, ne? Mit nichts natürlich. Da habe ich irgendwie, war das so, war es mir so, als wenn man eben, ich dachte, da liegt was drunter, aber war nicht so, leider. Dass wir so viel schlafen können, wie wir wollen. Stimmt das? Ich könnte jetzt hier schlafen. Wenn ich jetzt sage, 12 Stunden schlafen, dann schläft er 12 Stunden, ne? Das ist ihm scheißegal, hör mal. Wir essen erstmal die kleinen Sachen hier, 50 Gramm. 500 natürlich, versteht sich von selber. Und den hier. 500 Grams, Baby. Das Reh ist immer gut, ne? 350, ja, das ist aber alles gut. Guck mal, hier haben wir 24, also verhungern tun wir erstmal nicht. Erstmal nicht. Wir können einen Schluck trinken, wir haben also reichlich Wasser. Gut, dass wir am Anfang direkt 5 Liter gemacht haben. Also wir sind immer noch und gut unterwegs und wir schieben nach ordentlich. Wir schieben ja immer ordentlich nach, Zeug. 12 Stunden, wenn ich jetzt 12 Stunden schlafen will, dann verbrauche ich natürlich 900 Kalorien. Ich werde mal 10 schlafen, komm, probier mal. Spielt ja keine Rolle, ob ich nochmal 10, noch 10 und dann nochmal 2 schlafe oder so, ne? Also ich kann mich hinlegen, wie ich will. Ich kann wirklich, guck mal hier, der sagt jetzt nicht, du bist voll erholt aufgewacht oder sowas. Nein, sagt er nicht. Guck mal, ich kann auch jetzt sagen, nochmal 2. Er schläft. Solange ich will, kann ich hier, ich kann den ganzen Tag schlafen, wenn ich will. Ist das nicht toll? Das ist ja wie in echt. Oh ja, ich kenne das. Ich kenne es. Ich kenne dieses Geräusch nur zu gut. Oh, ich hab's wieder erwischt. Mich hat es wieder erwischt. Dieses Geräusch. Wir sind wieder bei 100%. Und es stürmt natürlich, weißt du, es stürmt, natürlich stürmt es. Theoretisch müsste es, aber es ist schon hell genug, um jetzt irgendwas reparieren zu können, weil ich könnte ja nochmal was reparieren. Guck mal hier, ich habe nämlich eine alte Mütze, die kaputt ist. Und ich könnte auch was auseinandernehmen hier vielleicht. Guck mal hier, die Schuhe, dann haben wir Leder.
Quatsch, reparieren, zerlegen. Zweimal Leder. Die zerlegen wir. Und dann können wir nämlich unsere Schuhe auch noch reparieren. Ist das nicht toll? Mal ernsthaft. Also ich bin ja richtig... Ja, ja. Ich verstehe dein Problem. Ich kenne das. Ich kenne das. Esst ihr eigentlich? Also ich möchte gerne mal wissen, wenn ihr jetzt sowas habt hier. Guck mal hier, 51% und so. Esst ihr trotzdem erstmal das Fleisch? Oder esst ihr tatsächlich das, was am wenigsten Dings hat, immer? Weißt du, was ich meine? Das würde mich mal interessieren. Das wäre nämlich gut, das zu wissen, glaube ich. Was am wenigsten Prozente hat oder als allererstes immer erstmal Priorität Fleisch weg. Also das Fleisch ist sehr gut, weil es halt immer so viel gibt, ne? Dann hast du erstmal Ruhe, so ein bisschen wenigstens, ne? Außer du schläfst, dann hast du natürlich keine Ruhe. So, ich probiere jetzt trotzdem erstmal noch die Schuhe zu reparieren, weil ich jetzt dieses Leder habe. Ich meine, die sind jetzt nicht so dolle, ne? Aber das sind halt Wildstiefel. Und Wildstiefel, die wollen, wie der Name sagt, das ja schon, wollen wir auch behalten. Hoffentlich klappt. Erfolgschance 95%, da sage ich nicht nein, da gebe ich Gummi. Der Will ist ja auch ein erfahrener Kollege und das ist natürlich gescheitert. Ich 95% und er scheitert. Wie blöd muss man eigentlich sein? 75% nur. So, wir könnten nochmal eben diese alten Schapses hier. Die sind auch kaputt. Die können wir auch zerlegen, oder? Zerlegen? Macht er das echt immer von Hand jetzt, oder was? 10 Minuten zerlegt das mal. Spart ja auch Gewicht, ne? Habe ich mir mal irgendwann sagen lassen. Oh, ich habe hier eine Cargohose. Warte mal. Ich kann ja noch eine Cargohose hier draußen anziehen. Zah. Winddicht, ne? Aber mehr nix. Mehr nix, ne? Mehr nix. Sonst haben wir nichts. Eine Buchse haben wir auch nicht. Das ist die Frage. Das sind Wollsocken. Die sind eigentlich immer besser als diese. Als sowas hier zum Beispiel. Ja, also da haben wir keinen Gewinn gemacht. Wir probieren trotzdem nochmal was. Und zwar will ich die Mütze nochmal kurz reparieren. Das ist halt Wills Mütze. Muss man die eigentlich immer behalten? Ich meine, wenn ich eine bessere kriege, dann setze ich die auf, oder? Dann schmeiße ich Wills Mütze weg, oder nicht? Ist das nicht so? Ich würde es fast so sagen. So, dann sind wir echt gut dabei mit allem so. Vielleicht die Cargohose nochmal, weil die kann ja ordentlich was, ne? Die kann ja was, ne? Würde ich nochmal eben machen. Würde ich so sagen, machen wir. Machen wir. Dann sind wir richtig fit, quasi, für die neue Runde. 92%. Junge, jetzt pass auf. Jetzt gucken wir nochmal. Nee, ich wollte gar nicht hier gucken. Ich wollte da gucken. Ich wollte hier gucken. Da, jetzt sind wir bei 10 Grad. Wärmebonus, ist das nicht toll? Da geht's raus. Entschuldigung. Ich wollte nochmal umsehen mich hier. Da ist nichts mehr. Da klebt noch so ein Ding an der Wand. Das habe ich gar nicht gesehen. Nee. Desinfection. Das kann ich brauchen, ja. Das hast du gut erkannt, mein Lieber. Soll ich es tun? Ich weiß, dass da draußen... Mindestens einer. Und ich habe Angst, ich weiß. Nicht? Oh, hier kann ich was. Ach so, und dann wollte ich noch was wissen gerne. Wenn ihr mir da was sagen könntet. Fände ich ganz gut. Und zwar... Upsala. Ob ihr diese Map hier irgendwie erkennt oder ob das eine ganz neue ist. Weil ich habe jetzt überhaupt keinen Plan von Maps, ne? Ich kenne ja kaum eine Map, außer die, wo das Schiff steht. Die kenne ich, ne? Also die würde ich erkennen. Die kriege ich mit. Weil da habe ich mich am meisten aufgehalten. Bis jetzt. Also diese kenne ich. Ja, sozusagen. Würde ich sagen, die kenne ich. Ich kam von dort. Würde ich mal so behaupten. Und dann bin ich hier so hingelaufen, oder? Und hier ist die Straße. Also wir sollen der Straße folgen, ne? Folge der Straße. Wie spät haben wir denn? 11. Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht. Sollen wir los oder sollen wir nicht los? Das ist hier nicht quetschen.
Wir gehen mal los, komm, wir tun es einfach mal, oder? Wir latschen los, wir kennen das ja von früher noch. Ich bin ja eigentlich ganz gerne risikobereit, aber manchmal auch zu viel. Sehr oft wird es mir zum Verhängnis. Wo ist denn die Straße jetzt geblieben? Hä? Die war doch hier gerade noch. Ich kacke ab. So, warte mal, ich muss mal eben gucken. Da ist der Straße. Wo führt sie hin? Hier hin. Ja, ja. Guck, hier ist Straße. Da. Das Straße. Ich bin doch von da oben gekommen, oder nicht? Ich habe das gesehen. Oder bin ich von da unten gekommen? Ne. Jetzt bin ich durcheinander. Toll, dass du das hier hingekriegt, weißt du? Ich schätze mal, wir gehen hier weiter. Aber Straße ist zu Ende. Da geht's zu den Klos. Zu den Totiletten. Nicht zu verwechseln mit Adiletten. Also gebratenes Fleisch riecht auch nicht, sehe ich. Ne? Merke ich. Stelle ich fest. Immer wieder. Was ist denn hier schon ein Bär? Bist du der Hirsch? Tja, jetzt latschen wir hier so rum. Anzünden, vergiss es, steck das mal weg, das Ding. Nervt. Zur Not sammeln wir ein paar Stöcke und gehen wieder rein. Ne? Also, da haben wir jetzt kein Problem mit. Nimm es! Ich will auf den Berg, um zu gucken, was da ist. Ja. Ich kenne ja nur keine Map. Vielleicht kennt ihr die Map ja hier. Wisst ihr, wo das ist? Oder ist das überhaupt? Ist das eine neue Map? Oder ist das eine extra Map nur für Story? Da ist Straße, ne? Da geht die Straße weiter. Oh. Welch Glückesgeschick. Zwei Straßen treffen aufeinander. Wer kennt es nicht? Er möge fragen. Gehen wir jetzt hoch oder runter? Da ist ein Schild. Schilder sind immer gut, da kann man drauf gucken, wo es lang geht. Ja, in echt, zumindest. Ist da eine Höhle? Eine Höhle? I don't know that. Milton. Must be a town nearby. Ja, das muss eine Stadt nearby sein. Dann latschen wir da mal hin, oder? Ei, ich würde mich ja schon ganz gerne ein bisschen umgucken, ne? Da vorne ist eine Höhle, nämlich. If I see this richtig. Ich weiß nicht, sollen wir es machen? Der Trieb. Kennst du den Trieb? Also nicht den. Nicht diesen sexuellen. Ja, du alte Höhle, ich besorg's dir. Ich komm bei dich. Also pass auf. Ich geh mal gucken in die Höhle. Sollte ich vielleicht nicht tun? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Schiss. Milton ist eine Stadt. Ist das eine Durchgehhöhle oder ist das so eine... Oh, hier kommt ein Krankenwagen. Kann man den hören? Weiß ich nicht. Ich habe diese Höhle gefunden. Yeah. Dieser Stein ist beleuchtet, warum auch immer. Man weiß es nicht so genau. Ich habe keine Ahnung, hier ist nichts Scheiße. Aber zur Not hätte man hier auch... vielleicht einen Unterschlupf finden können, wenn man ihn gebraucht hätten täte. Aber wir haben ja zurück den alten Container da oben gefunden. Das ist gerät. Jetzt latschen wir los und werden Milton besuchen. Jawohl, wir kommen nach Milton, oder? Wir sehen es gleich. Milton, ich komme! Sei denn, es ist ein Wolf von der Nähe.
Dann komme ich lieber nicht. Die. Oh, oh. Speichervorgang. Das ist immer sehr schön für mich, aber es weist auch darauf hin manchmal. Oh, eine Kirsche. Oh, Kirsche. Oh mein Gott, ein Auto. Ein Auto mit einer Kirsche. A Wölfli. Aber der ist am Futtern. Das heißt, der hat jetzt nicht so die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Die Frage ist, wie lange futtert der, oder? Futtert er jetzt einfach da weiter 5 Jahre lang? Oder sollen wir ihm begegnen? Wäre das vielleicht eine gute Idee? I don't know what. Komm du mal mit. Hat mich jetzt hier einer angebellt? Das hört sich beinahe so an. Da liegt ein toter Hirsch. Und wovor hast du dich jetzt erschreckt da hinten? Ist da noch ein Wolf? Oder hast du dich vor dem Hasen erschrocken? Ich lasse die Kirche jetzt Kirche sein. Und sehr vermutlich lasse ich auch den Hirsch Hirsch sein. Ich schätze, ich will vorbei. Ich will mal gucken. 4 Kilo, das wäre natürlich geil, ne? Aber da ich nicht weiß, was der Wolf da für eine Runde macht. Und ob hier nicht noch einer rumschimmelt. Oder scheiße ich drauf und mach es. Ich kann nicht raus aus meiner Haut. Ich bin so, ne? Ich muss es machen. Ich muss versuchen, immer. Immer muss ich das versuchen. So, wir machen Feuer mit den Büchern. Lieber Gott im Himmel, bitte lass es klappen. Wie sehe ich überhaupt aus? Ich war noch hier nicht im Badezimmer heute. Nur zum Kacken. Prost. Ach, bitte mach. Ein bisschen schneller, ja? Thank you very much. Ich werde da ganz schön viel Stöcke reinschmeißen. Da, 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 da. 2 Stunden. Jö, 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 jö. Ich glaube, das reicht. Nicht mal. Wir haben 3 Altholz. Ja, der alte Steinroller hat mir wieder einen Tipp gegeben, ne? Ich soll doch die Fackeln lieber auseinandernehmen, anstatt ins Feuer zu schmeißen. Hat er recht, da kriege ich mir den Stock raus. Hat er natürlich recht, muss ich sagen. Natürlich hat er wieder recht, weißt du. Mann, 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 da. 3 Stunden, da ist das Feuer aus, ne? Komm, ich schmeiß mein Holz rein, was soll's. Brennstoff, zack. Kohle hätten wir natürlich auch mal irgendwie reinschmeißen können, vielleicht. So, und das Zedernholz spare ich mir. Blöd eigentlich, ne? Man sollte das vielleicht nicht sparen. So, jetzt werde ich ein bisschen warm und wir haben wieder neues Zeug. Habe ich überhaupt... Oh, ich habe nicht gegessen. Wie lange brennst du noch? 40 Minuten, dann kriegen wir noch ein bisschen was hier braten. Von dem Zeug. Boah, ist das hart, Baby. Alter, wie? Ruhig, mein Lieber. Ich habe alles im Griff. Brennstoff hinzufügen. So, jetzt kann ich nur noch ein Dings reinschmeißen eigentlich. Ich will aber jetzt erst, ich will das Reh noch garen, damit es nicht roh ist, weißt du? Scheinbar ist es das Rohe. Locker bleiben, wohl. Locker bleiben. Wir werden es schaffen. Wir werden es machen. Oh, das reicht nicht mehr ganz, ne? Kacke Arsch, mir fehlt Stock. Oder? Oder? Schaffen wir das? Nee, ne, das reicht nicht. Ich brauche noch einen Stick. Was ist das? Feder. Ich habe kein Geld, kein Gier. Ist der tot da oben? Jetzt habe ich ein rohes Fleisch. Ich nehme eine Fackel mit. Egal jetzt. Fackel nehmen. Wir gehen hier. Oh, wir essen was. Wir essen was. Kleiner Augenblick. 100. Das war ja genau 4. Okay, gut.
Ziehen wir uns das mal rein. Wie sieht's aus mit Durst? Oh ja, gut. Durst ist sehr, sehr kaputt. Durst. Oh, wir haben schon 20 Minuten, Alter. Schwer. Ich muss irgendwo rein. Boah, ich bin langsam wie Sau. Aber das ist mir echt scheißegal. Ich habe doch ein paar Sachen auseinandergenommen. Habe ich jetzt überall die ganzen Fälle mitgenommen? Oder habe ich die jetzt irgendwo hingelegt? Ich fürchte, ich habe die irgendwo hingelegt. In der Höhle brauche ich die Fälle überhaupt? Oder habe ich die mitgenommen alle? Die ganzen. Ich habe scheinbar doch alles mitgenommen. Habe ich wirklich? Haben wir nur zwei Rehe geschlachtet? Es wird ein langer, langer Weg. Ich bin am Schleichen. Ich fasse es nicht. Aber ich bin am Schleichen, weil der Steinrollen mir irgendwann gesagt hat, ich soll mich hinhocken beim Wemsen. Deswegen habe ich jetzt geschlichen und habe vergessen, dass ich schleiche. Weil ich eigentlich nie schleiche. Also, nicht beim Feuer. So, der alte Wolf war da hinten irgendwo. Nehme ich die jetzt noch mit? Der Wolf war da hinten irgendwo bei der Straße. Sehe ich die Kirche eigentlich noch? Ja, da hinten bei der Kirche war der Wolf. Also vor der Kirche quasi. Ich drücke mal zweimal, deswegen ist das weg. Genau. Stöcke können wir wieder gebrauchen. Ist ja klar. Was ist denn mit euch? Was macht da so ein Hermann? Bimmelnasen. Es war ein langer, langer Weg. Wie komme ich jetzt darauf? Weiß ich nicht, weil ich so lahmarschig war. Hier sind die Holzfäller erst. Und da ruft einer. Da oben ist ein Friedhof. Oh, ich kann sogar noch rennen, also bitte, ja, ist ja nicht so schlimm hier. Ich lasse das Auto da oben stehen. Ich mir egal, ob da was drin ist. Ich gucke lieber hier, weil hier bin ich scheinbar näher an irgendwas, ne? Löschen? Ne, suchen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich ob ich jetzt eine Pause mache oder ob ich jetzt die Folge durchziehe. Was meinten ihr so? Oh nein, da ist er. Lauf, Hombre! Da war ein Wolf. Habt ihr gesehen? Ich weiß es nicht, ob ihr es gesehen habt. Und ich weiß auch nicht, ob er mich gesehen hat. Das wäre natürlich möglich. Bock, bock. Oder ob er auf was anderes gejagt hat. Da ist er. Habt ihr gesehen, ne? Boah. Wo ist er? Da ist er. Der hat mich gesehen. Dumm gelaufen, wa? So, ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. Man kann ja in Auto schlafen, ne? Habe ich gehört. Zurück. Da. Da. Jawohl. Obwohl es eigentlich doof ist, weil die Stadt. Ach, weil die Stadt. Aber es ist noch nicht kalt, ne? Es ist gerade nicht kalt. Hast du gesehen? Er ruht sich aus, wir haben gespeichert. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.